Buschke, Lokalmatador, fährt auf Platz 2 mit der 200. Und er probiert. Er war schon nah dran an Weineck, aber es wird wohl nur am Ende der Lange genau. Und da hat einer seine Kette weggeschmissen. Die 214 Schuckner, der hat Möglichkeiten. Heute Morgen abgezogen. Da hat wohl das eine mit dem anderen zu tun. Da wurde die Kette vielleicht schlecht justiert. Noch immer der trainingsschnellste von Weineck.